Das Festspielhaus in Erl war würdiger Rahmen für die spektakulär inszenierte Jubiläumsfeier 125 Jahre Werben für Tirol. Über 700 Festgäste, darunter viele Prominente aus Wirtschaft, Politik, Sport und Kultur, waren dem Ruf der Tirol-Werbung gefolgt. Das Publikum erlebte ein von Isabella Krasnitzer und Josef Markreiter moderiertes neues Format. Konzipiert als modernes TV-Studio, wurden unterschiedliche Themen in filmischen Rückblenden und hochkarätig besetzten Diskussionsrunden kurzweilig präsentiert. Der erste Beitrag verfolgte die Spuren der Pioniere, den Wandel vom Transit zum Tourismusland. Mit Mut, Tatkraft, Unternehmergeist, Weitblick, aber auch Grenzüberschreitungen schufen sie die Grundlage für den Erfolg Tirols, das heute als Urlaubsregion Nummer 1 der Alpen in aller Welt bekannt und beliebt ist. Kritisch wurde aber auch die Frage beleuchtet, ob die innovativen Touristiker heute und in Zukunft noch den Bewegungsspielraum von gestern finden. Analysiert wurde auch die Geschichte des Werbens in Tirol. Eine Geschichte, die reich an Höhepunkten ist. Denn das Land setzte in der touristischen Kommunikation immer wieder Maßstäbe. Von den idyllischen Postkarten und kunstvollen Plakaten, vom Schriftzug Tirol, der von Arthur Zelger entworfen wurde und ab 1996 in der roten Box zur Marke wurde, bis zur vernetzten Kommunikationswelt von Facebook und Co. mit den vielen informellen Likes und Friends. Immer wieder setzte sich Tirol emotional in Szene, aber auch das Spannungsfeld zwischen Klischee, Kitsch und Kommerz wurde kritisch reflektiert. Das Spannungsfeld zwischen Tradition und dem modernen alpinen Lebensgefühl. Heute schafft Tirol fast mühelos den Spagat zwischen Hüttengaudi und Moderne. Längst glänzt das Tourismusland auch in anderen Branchen mit nachhaltigen Spitzenleistungen, beispielsweise in Wissenschaft und Industrie. Eine Vernetzung, die für den Standort Tirol Sinn macht. Zwei international bekannte Tiroler Künstler sorgten für emotionale Momente. Opernstar Eva Lind überbrachte spontane musikalische Glückwünsche. Und Schauspieler Tobias Moretti bewies mit einer starken Botschaft sein großes Herz für Tirol. Tirol ist ein starkes Land mit hoffentlich noch mutigem und nicht zu biegsamen Menschen. Ein Land, das schon da war, ehe es als Marke definiert wurde. In Summe bekam das spannend gestaltete Geburtstagsfest mit seinen so konträren thematischen Facetten gute Kritiken. Für mich war das einer der besten Abende, die ich je erlebt habe. Und es sind so viele verschiedene Facetten gekommen, die ganze Mischung und alles. Für mich ein perfekter Abend, ich kann nur gratulieren dazu. Die Zeit ist wie im Flug vergangen und ich finde, man hat so die Bandbreite gesehen, was Tirol alles bietet, was es hier alles gibt, wie viele verschiedenartige Menschen die Botschaft Tirols in die Welt hinaustragen. Also ich war ganz beglückt. Berührend und das Finale war großartig. Ja, ich bin heute wirklich sehr zufrieden. Es ist nicht nur so ein üblicher Galaabend gewesen, wo man einfach feiert und alles nur mehr lobt, sondern es war beides. Einerseits natürlich die Geschichte der 125 Jahre, die Erfolgsgeschichte, die wir gehabt haben, aber andererseits ein Blick in die Zukunft, was wird auf uns zukommen, aber entscheidend war auch die kritische Betrachtung. Was mich sehr gefreut hat, war das differenzierte Bild, das dargestellt wurde. Es wurden kritische Geister, kritische Meinungen auch zugelassen. Es war eine tolle Veranstaltung. Ich war das erste Mal auch da in diesem Festspielhaus und ich muss wiederkommen. Ich glaube und hoffe, dass wir doch alle nicht nur glücklich über so einen Jubiläumsabend, sondern auch mit guten Gedanken angeregt, wie wir weiter diesen Tourismus, aber auch die Werbung für Tirol in die Zukunft bringen wollen, dass wir damit heimgehen. Deutlich wurde an diesem Abend einmal mehr: Tirol hat alle Voraussetzungen für eine gute Zukunft. Im Herzen der Alpen, reich an Naturschönheiten, traditionell geprägt, in aller Welt bekannt und beliebt, mit stabilen Rahmenbedingungen und kreativen Menschen gesegnet. Fit für die Zukunft. Das starke Land war und ist stark genug für eigenständige Visionen. Für innovative Geschichten, die international gehört werden. Für Höhenflüge. Auch in der Zukunft.